Den Wein genießt man am besten dort, wo er wächst. Für seine vollreifen und harmonischen Rebsorten bekannt ist die Thermenregion Wienerwald, die sich mit der Genussmeile traditionell im September zur größten kulinarischen Spielwiese Österreichs verwandelt. Mit einer Länge von über 10 Kilometern spricht man hier gerne über die längste Schank der Welt. Die längste Schank der Welt geht von Mödling bis Bad Vöslau, ist immer an den ersten beiden Septemberwochenenden kurz vor Schulbeginn. Man kann noch, bevor der Stress losgeht, hier rausgehen, durchwandern, die Gegend genießen, die Schmankerl genießen, den guten Wein genießen und einfach in Ruhe so den Weinherbst beginnen bei uns in der Region. Die Sinne schärfen, verkosten und dazu gemütlich von Stand zu Stand wandern. Die Besucherinnen und Besucher der Genussmeile werden mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot verwöhnt. Jeder Winzer bietet hier seine Brote, seine Hausschmankerl, alles was mit Natur verbunden ist, was wir direkt in den Weinbergen anbieten können. Und weinmäßig sind wir typisch Thermenregion, also Zweigelt, Rotgipfler, das sind unsere Weinsorten, die speziell hier auf diesem Boden ganz, ganz besonders gut werden und die sich immer lohnen zu kosten. Deswegen kommen wir auch her, weil viele Produkte aus der Region kommen und weil es eben Produkte sind, wo wir wissen, dass die hier erzeugt werden und auch deswegen kaufen wir es auch gerne. Die einzigartige Atmosphäre, Gastfreundlichkeit und die ehrlich produzierten Produkte aus der Region sorgen dafür, dass Jahr für Jahr mehr Gäste eintreffen. Zwei Säulen sind es, auf die der Erfolg der Genussmeile in den letzten 6 Jahren aufbaut. Zum einen diese hervorragende Landschaft in der Thermenregion Wienerwald, der Biosphärenpark Wienerwald auf der einen Seite und zum zweiten die kulinarischen Schmankerl und die autochthonen Weine, die Weine der Thermenregion Wienerwald. Das ist, glaube ich, der Grund, warum mehr als 50.000 Gäste diese Genussmeile in den letzten Jahren besucht haben. Wir sind aus Tschechien und wir sind total begeistert, weil das haben wir überhaupt nicht in Tschechien. Und auch alle Leute sind total nett und es ist hier wirklich eine gute Atmosphäre. Also wir sind echt, echt happy. It's something that's very not touristy, it's very local people. And I think one of the things I love about it is being able to meet with locals. And I think that's a really great experience. You really get to see the country. Früher bin ich immer mit meiner Familie hierher gekommen. Und deswegen erinnert es mich immer an meine Kindheit und das ist meine Lieblingsgegend in Österreich. Einmal mehr zeigt sich, Niederösterreich ist das Land für Genießer. Das spürt und schmeckt man wohl nirgends besser als auf der längsten Schank der Welt.